So. Fauna. Und ganz ehrlich, die ist nicht gut. Die hat mich selbst getötet. Hat mich auch nur um eins gestärkt. Gibt's noch irgendwas in der Nähe, was ich nutzen kann? Irgendwas. Irgendwas Gutes. Nee. Das ist nicht gut. Das ist Schwachsinn. Ich habe eine Idee. Das wieder vernichten. So, Nanium-Lanze. Jetzt habe ich einen Sonanium-Flammenwerfer. Flammengeule. Mit dieser Lanze lässt sich bestimmt noch was machen. Die Trümmerstücke scheinen die Waffen auch stabiler zu machen. Sprich, wenn ich irgendwas finde, was mir gefällt, dann tue ich ein Trümmerstück dazu. Deswegen fallen die auch runter. Die kann man gut nutzen. Nun bist du ja mein Pferdchen. Wollen wir mal zum... gelben Punkt reisen. Hier muss doch auch irgendwo ein Turm sein. Epona!
Ja, ich merke schon, du willst da nicht lang. Aber Wälder machen mir ein bisschen Unbehagen wegen diesen komischen Bäumen. Ist auf dem Berg an sich etwas eigentlich? Ich glaube. Die Zwillingsberge kennt man ja auch schon. Die existieren ja schon seit dem ersten Teil, ne? Nochmal alle Zelda-Teile spielen, das wär's, ne? Aber ich bin erstmal dabei, alle Final Fantasy-Teile nochmal zu spielen. Vielleicht machen wir das irgendwann, wenn Zelda Jubiläum hat. Wann hat Zelda eigentlich Jubiläum? 25, ne? Ist doch 85. Oder ist das 84? Wann kam der erste Zelda-Teil nochmal raus? Weiß das einer? Ich finde es schade, dass Hyrule das Schloss noch nicht aufgebaut habe oder generell noch in den Aufbausachen sind. Ich hätte mir schon gewünscht, mal auch richtige Städte zu sehen. Oh, eines Tages klettern wir da hoch. Oh nein. Oh nein. Was? Warum? Wo ist er? Oh je, was für ein Schamassel, bla bla bla. Schick mich dahin. Oh, das ist ja nicht weit. Das ist ja nicht weit. Haben wir da auch ein Segel? Wir haben da kein Segel. Aber ich habe was für Notfälle. Du. Da drauf. Oh, 86 kam es raus. Dann würde ich sagen, im Jahre 2026 machen wir noch mal komplette Zelda-Reihe. Aber hey, bis dahin könnte wirklich noch mal ein neues Zelda dann rauskommen in dem Jahr. Was bist du denn? Bist du ein Pilz? Nanu, wie geht's? Wie steht's, Reisender? Ja, so ist so. Ja, so ein gesunder Fußmarsch kommt wohl nie aus der Mode. Und mit Mode kenne ich mich aus. Du etwa auch? Suchst du vielleicht ebenfalls auch nach Ramdas Schatz? Huch, wie jetzt? Darüber weißt du nichts? Was sagt man denn dazu? Räuberkönig Ramda, eine wahre Legende aus früheren Zeiten, soll sich ungeheure Reichtümer zusammengerafft haben. Dabei legte er einen ungemein
ungehabt meinen edlen Modegeschmack an den Tag, so hier heißt es. Ja, er soll die schönsten Kleider auf der ganzen Welt gesammelt haben und überall hier versteckt haben, hier in Hyrule. Wenn man so einem Gerücht auf die Spur kommt, muss man sich natürlich sofort auf die Suche machen, nicht wahr? Daher gibt's für mich und allen anderen Modekennern des Landes nur eins: Ramdas Schatz finden und auf ewig glücklich sein. Nun, unser Treffen hier und heute ist sicher kein Zufall, oh nein. Soll ich dir zur Feier des Anlasses verraten, wo Ramdas Schatz den Gerüchten nach verborgen sein soll? Ja, raus mit der Sprache. Wusste ich doch, dass du heiß drauf bist. Du hast ja eine Landkarte dabei, hoffe ich, oder? Also, meinen Infos nach ist es so. Ein Kleidungsstück aus Ramdas Schatz, das stark und mächtig macht, befindet sich irgendwo hier. Kleidungsstück aus Ramdas Schatz, das aus dir einen flinken Kletterer macht, befindet sich hier irgendwo hier. Markiert dir das jetzt wirklich? Ein Kleidungsstück aus Ramdas Schatz, das selbst vor Blitzschlag schützt, scheint irgendwo hier zu ruhen. So viel habe ich wenigstens von meinen modebegeisterten Bekannten gehört, die so wie ich durch die Lande ziehen. Ich kämpfe ja nicht und klettere auch keine Berge hoch. Daher hätte für mich die Ramda-Kollektion eher Sammlerwert. Für wahre Recken wie dich, die mutig und verwegen durch Land abenteuern, wären Ramdas Stücke sicher ein Segen. Ach so, da fällt mir was ein. Sag mal, kennst du eigentlich die große Feen? Die große Feen leben über ganz Hyrule verstreut und haben die Gabe, unsere Kleidung zu segnen. Aber irgendwie seit diesem Kataklysmus haben sie sich ganz schön rar gemacht, so heißt es. Aber wenn ich mich nicht irre, hat man vor kurzem eine beim Stall des Waldes im Norden gesehen. Eigenartig, oder? Oh, verzeih mir, du warst seit langem der Erste, mit dem ich plaudern konnte. Da habe ich ganz die Zeit vergessen. Aber jetzt mache ich mich mal wieder auf die Suche nach dem Schatz von Ramda, dem Räuber. Ciao und alles Gute. Im Norden des Waldstalls. Stall am Fluss. Aber Kraftkleidung? Kletterkleidung? Randas Schatz Blitzschutzkleidung. Oh. Das ist noch nicht mal weit. Das machen wir aber, wenn ich das da gemacht habe. Aber danke für die Infos. So, wir haben davon einige. Na dann. Danke, dass du meinen besten Freund zu mir zurückgebracht hast. Hier ein kleines Dankeschön für dich. Ich glaube, nachdem wir diesen Kampf gemacht haben, der dort auf diese, auf der, da wo wir hinreiten ist, suche ich mal diesen Krog mit den Rasseln.
Das ist eine der Feen. Nicht in einer solch abstoßenden Welt rufen zu wollen. Wahrscheinlich bist du sowieso nur irgendein Monster. Als ob ich einem Monster den Segen verstärkter Kleidung gewähren würde. Ich dachte, in der Nähe eines Stalls könnte ich vielen Reisenden mit meiner Fähigkeit helfen. Wer hätte ahnen können, dass so etwas passieren würde? Ach, ich sehne mich so sehr nach dem Klang von Trommeln. Ein solcher Klang gebe mir neuen Mut, sodass ich mich vielleicht sogar heraustrauen würde. Trommeln? Oh je. Da vorne ist wirklich ein Stall. Unser Pferd kann nicht schwimmen. Aber macht nicht. Wir müssen aber darüber, Eponalein. Aber ich sehe hier in der Gegend keinen Turm. Oh Gott! Oh nee, ich bin schon wieder abgefackelt. Ah! Alter, was ist denn falsch mit dem? Ich sterbe! Alter, hallo, hört mal auf hier! Ist das ein anderer? Du magst Feuer? Davon mich was trifft, war's das.
Ach komm. Okay, gegen den Ke ich muss mir mehr Sachen zur Heilung holen, was keinen Effekt hat, weil. Und dann am besten so kleine Sachen. Hier irgendwas, was ich mit dieser Lanze kombinieren kann. Schubse ich den halt. Ach Mann, dass der auch nicht zurückstößt. Ja, toll. Ich brauche eine andere Waffe. Muss ich doch dieses große, fette Ding rausholen? Dann haben wir jetzt wenigstens. Ich will seine Waffe auch irgendwie haben, aber seine Waffe kann ich ja gar nicht nutzen. Muss das fette Ding halt her. Der lässt mich einfach nicht zurückstoßen und macht 3 Herzen Schaden. Alter! Der macht einfach viel zu viel Schaden. Ich muss die mit dem Bogen runterholen am besten. Und dann mit dem Hammer drauf. Der lässt sich nicht zurückstoßen. Er macht seinen Angriff und dann kriege ich den Schaden. Guck mich mal an, hallo! Rodonitschwert. Die Lanze ist scheiße. Ah. Die Edelsteine geben den Waffen die Fähigkeit. Lol, die Edelsteine geben denen magische Fähigkeiten. Wie cool ist das denn? Ja, besser als selbst ein Rodanit dran zu kleben. Das Pferd findet schon irgendwie hier rüber, wenn ich pfeife. Die Brücke ist leider kaputt. Aber ich kann ja auch ein neues Pferd rufen. Schall der Zwillingsberge. Hey.
So langsam sollst du auch mal zu Bett gehen. Willkommen, du findest dich im Stall der Zwillingsbär. Danke, dass du unseren Stall nutzt. Da dies dein erster Besuch in diesem Stall ist, erhältst du einen Stallpunkt als Bonus. Oh, da hast du ja schon einige Punkte gesammelt, Link. Wenn du sie für eine Prämie einlösen möchtest, sprich mich doch über das Stallmitgliederbuch an. Gut, dann nochmal von vorn. Willkommen, Link. Möchtest du ein Pferd registrieren oder mitnehmen? Was soll's sein? Epona also. Ich lasse sie jetzt Epona zu uns bringen. Einen Moment bitte. Danke, dass du gewartet hast. Wenn du zu Pferd mit jemandem reden möchtest, solltest du ihn anvisieren. Aber dafür musst du langsam reiten. Sonst wird das mit dem Reden schwierig. Dir sind bestimmt die Kritzeleien aufgefallen, nicht wahr? Dafür entschuldige ich mich. Egal wie oft ich mit den Kindern schimpfe, sie machen einfach trotzdem weiter. Angeblich haben sie riesige Abdrücke im Boden entdeckt, so groß, dass sie von keinem Tier stammen können. Ich staune manchmal darüber, was für eine blühende Fantasie Kinder haben. Einen Moment. Du möchtest also eine Prämie für deinen Stallpunkte, stimmt's? Deine Prämie für 3 Stallpunkte ist ein Geschirr. Ja, genau das. Set aus einem strapazierfähigen Zuggeschirr, mit dem dein Pferd Wagen oder Materialien ziehen kann. Und einem bequemen Sattel. Hast du dein Pferd mit einem Geschirr ausgerüstet, kannst du es vor Lasten spannen. Zum Beispiel einen Wagen oder einfach etwas, das du irgendwohin transportieren möchtest. Das hätte uns bei einer Grog-Aufgabe schon nützlich sein können. Also sagen wir mal so, man hat ja diese Räder immer gesehen und diese bei diesen Holzdingern da, dafür sind die da, damit man... Ja, so ziehen kann. Wenn du noch 2 Stallpunkte mehr sammelst, dann gehört der Pferdegottstoff dir, Link. Diesen ganz besonderen Stoff kannst du in der Färberei von Hateno in Nekluda verwenden. Vielen Dank, dass du unsere Ställe nutzt. Wenn wir also noch 2 Ställe finden oder 2 Pferde registrieren. Aber wie kann ich das, kann ich mit dir reden, um das Ausstattung ändern? Dem kann ich sowas nicht geben? Warte mal, ich will was anderes. Wenn ich Epona hole, kann ich das Geschirr doch mitnehmen, ne? Ah, das geht wirklich nicht mit. Dann muss ich Jasmin nehmen. Das finde ich irgendwie doof gemacht. Gerade Epona könnte man doch sowas ausstatten.
Ah. Oh. Hat er da. Ah. Sagt mir nicht, dass das da hinten. Das ist ein Tower. Das ist der Tower dieses Gebiets. Ach du Heilige. Dort müsste doch auch noch ein Tower irgendwo sein. Sag mal, ist das ein Wasserfall oder was soll das? Oha. Oh, da komme ich nicht rein. Hinox. So, wir sind gleich da. Warte mal hier. Wo ist denn das schwarze Pferd, was ich gesehen habe? Ach komm. Ich habe jetzt das Pferd geröstet, ist mir aber egal. Hübsches Pferd, by the way. Aber ich will diese schwarze. Ist das ein Gerudo? Scheint ein Gerudo zu sein. Was macht ein Gerudo hier? Halt! Savotta. Seit dem Kataklysmus gibt es definitiv mehr Monster, aber manchmal sieht man auch seltsame Maschinen. Monster scheinen das nicht zu sein. Aber manchmal greifen auch sie an. Fast so, als wollten sie etwas beschützen.
Ich glaube, die treiben sich gleich südlich dieser Straße herum, also sollte ich schnellstmöglich von hier verschwinden. Wenn die anderen Pferde mich sehen, dann... Au! Was zum? Ist das dein fucking Ernst? Wie soll ich ein Pferd bekommen, wenn das andere dem einen Bescheid sagt, dass ich im Anmarsch bin? Das ist so unfair! Mist. Hab dich. Natürlich, für so ein Pferd bin ich noch nicht stark genug. Das hat ein schönes Tempo. Oh ja, das Ding ist schnell. Das gehorcht mir natürlich noch nicht so gut. Schon wieder so einer. Es hat noch nicht so eine große Zugkraft. Aber Ausdauer und Stärke. Immerhin. Später vielleicht.
Nur hier, was für ein Schlamassel. Kein Problem. Da haben wir doch glatt das Perfekte. Ist mein Pferd noch nicht da? Ah, oh, dieser Wagen kann ja nicht mal stehen bleiben. Bleib hier. So. Halte dich gut fest. Das ist doch cool. Ich glaube, den Wagen behalte ich am Pferd dran. Kann man auch immer gebrauchen. Feuerfrucht. Halt, stopp. So, jetzt gebt mir eure Samen. So, du bleibst mal hier. Ich guck mal kurz in der Höhle. Höhle der Hateno-Festung. Uff. Höhle gucke ich mir vielleicht doch einen anderen mal an. Gegner hatten nämlich schon wieder so farblich mir das Gefühl gegeben, das könnte etwas schwierig werden.